Frau Akbulut, herzlich willkommen. Sie sind Bundestagsabgeordnete für die Linkspartei, sitzen also im deutschen Parlament, wollten am 3. August in die Türkei einreisen und wurden dort festgenommen. Was war da los? Ich bin ganz normal eingereist und wurde dort dann am Schalter am Flughafen von Antalya aufgehalten von Polizisten, die gesagt haben, dass ein Haftbefehl gegen mich vorliegt. Ich habe zuerst gedacht, ich höre nicht richtig, das kann ja gar nicht sein. Dann hieß es aber, dass ich innerhalb von 24 Stunden festgenommen und verhört werden soll. Ich wurde dann in ein Büro gebracht am Flughafen. Dort wurden weitere Fragen gestellt. Ich habe meinen Bundestagsausweis, meinen Personalausweis und meinen Diplomatenpass vorgelegt, den Beamtinnen immer wieder auch erklärt, dass ich Bundestagsabgeordnete bin und auch eine Immunität habe und dass sie mich eigentlich gar nicht festhalten dürfen. Es hieß aber, dass die Staatsanwaltschaft um 18 Uhr schließt und ich so schnell wie möglich dort aussagen müsste. Oder ich hätte dann auf dem Polizeirevier dann übernachten sollen. Das war dann die Alternative. Dann habe ich mich doch bereit erklärt, zur Staatsanwaltschaft zu fahren. Bin dann stundenlang kreuz und quer durch Antalya gefahren worden, umzingelt von Polizistinnen. Und der Vorwurf war Terrorpropaganda, also meine Social-Media-Beiträge, meine ganzen Reden, die ich hier in Deutschland, auch die ganzen Veranstaltungen, die hier legal genehmigt werden. Also es geht immer um den Vorwurf Unterstützung einer terroristischen Organisation, weil ich mich für die Rechte von Kurdinnen eingesetzt habe. Ich habe während der ganzen Hin- und Herfahrerei habe ich sehr schnell die deutsche Botschaft in Antalya erreichen können und auch das Auswärtige Amt, die wirklich sehr schnell mich unterstützt haben. Das hat mich natürlich beruhigt. Ich habe auf Empfehlung der Botschaft eine Liste von Anwälten vorgelegt bekommen und habe dann sehr schnell eine Anwältin organisieren können, die dann auch innerhalb einer halben Stunde auch bei der Staatsanwaltschaft war. Aber es war dann mittlerweile 21 Uhr. Es hieß dann, dass das Haftbefehl aufgehoben worden ist. Das Auswärtige Amt hat wohl mehrere Gespräche geführt auf hochrangiger Ebene mit dem türkischen Justizminister und auch mit dem Innenministerium der Türkei sind verschiedene Gespräche geführt worden. Also es war dann eine diplomatische Krise, die dann innerhalb von einigen Stunden dann gelöst worden ist. Und zuletzt hieß es offiziell, dass das Haftbefehl gegen mich aufgehoben worden ist. Wurden Ihnen da auch Grundlagen juristischer Natur genannt, welche Social-Media-Posts nach türkischem Recht zu einer Verhaftung führen dürfen, die Sie abgesetzt haben auf Ihren Kanälen? Nein, also es gab keine detaillierte Begründung. Es hieß nur Terrorpropaganda und keine Nachweise oder auch Beweise in dem Zusammenhang. Ich habe das alles erst im Nachhinein dann über die Anwältin erfahren können. Es ging hier zum Beispiel die Proteste gegen die völkerrechtswidrigen Operationen der türkischen Armee in den kurdischen Gebieten. Dagegen hatte ich zum Beispiel hier auf Friedenskundgebungen und Demonstrationen teilgenommen, dass diese Operationen beendet werden und dass das türkische Militär sich aus den kurdischen Gebieten und aus Syrien zurückziehen muss. Und vor allem, was auch wirklich einfach untragbar ist. Es ging darum, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages diese Operationen ebenfalls als völkerrechtswidrig eingestuft hat, genauso wie viele Völkerrechtsexperten. Und das wurde quasi als Vorwand dann genutzt und der Vorwurf lautet dann immer wieder Terrorpropaganda. Und auf welchen Zeitrahmen haben sich die türkischen Behörden berufen beim Angucken ihrer Social-Media-Posts? Ab Anfang 2019, also gerade bei der Besatzung der kurdischen Stadt Afrin, da ging es wohl los. Oder auch, also wir sind noch gerade dabei, auch alles aufzuarbeiten und alles erstmal auch einzusammeln, was auf Seiten der türkischen Behörden mir vorgeworfen wird und sind noch gerade dabei, auch alles auszuwerten und auszuarbeiten. Wissen nicht, ob da noch weitere Punkte noch aufkommen werden. Und Sie sind dann weitergereist. Wie verlief dann Ihre Odyssee?
Naja, ich habe zum Glück ich habe eine sichere Unterkunft organisieren müssen, also konnte nicht zum Hotel oder so in dem Moment und bin dann am nächsten Tag über eine Fähre auf die griechische Insel Samos dann ja, ausgereist und habe dann sehr schnell die Türkei verlassen. Das heißt, dann waren Sie wieder auf EU-Gebiet. Wie ging es Genau. Ihnen mit dieser Festnahme? Ja, natürlich. Also am Anfang habe ich das nicht so ernst genommen und habe gedacht, vielleicht ist das nur was rein Formelles. Es trifft ja Tausende von Oppositionellen in der Türkei, ist das ja mittlerweile leider Alltag und Standardprogramm, dass alle Menschen, alle Oppositionellen mit Terrorpropaganda beschuldigt werden. Habe das am Anfang nicht so ernst genommen, aber als es dann wirklich hieß, Haftbefehl und innerhalb von 24 Stunden Inhaftierung, Anhörung und so weiter, dann, das war natürlich alles sehr beängstigend in dem Moment, weil man ja auch nicht wusste, was als nächstes kommt. Und dann saß man da ganz alleine, umzingelt von Polizisten. Das war natürlich beängstigend. Sie sind ja auch Mitglied der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe hier im Bundestag, die ja im Herbst in die Türkei reisen will. Das ist üblich hier in Deutschland. Haben Sie sich schon entschieden, wenn Sie dann mitfahren? Ja, auf jeden Fall. Also ich lasse mich nicht kriminalisieren und auch nicht einschüchtern. Ich bin Parlamentarierin und bin auch Mitglied der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe und setze mich dort auch seit Jahren für die Stärkung, für die Verbesserung der deutsch-türkischen und der europäisch-türkischen Beziehungen an und bin dort auch Ansprechpartnerin für Oppositionelle, für Journalisten, für die Zivilgesellschaft. Deswegen werde ich mich da nicht also werde ich auch an der Reise teilnehmen im Oktober. Sie haben gesagt, dass der Vorfall Sie auch weiterhin juristisch beschäftigt, dass die Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen ist. Welche Bedingungen hat denn die türkische Seite genau geknüpft daran, dass Sie sie letzten Endes dann doch freigelassen haben, dass der Haftbefehl aufgehoben wurde? Angeblich ist ja auch Ihre Akte gelöscht worden. Unter welchen Bedingungen sind Sie da freigekommen? Das weiß ich immer noch nicht. Also ich habe auch noch keine offizielle Stellungnahme erhalten auf Seiten des Auswärtigen Amtes oder auf Seiten des Bundestages, werde auf jeden Fall eine kleine Anfrage einreichen. Wir sind ja gerade in der Sommerpause, um die Details und die Bedingungen, die im Rahmen dieser Gespräche geführt worden sind, die zu meiner Freilassung geführt haben, auch zu erfahren und es dann entsprechend zu schauen, wie man dann damit umgeht. Es gab aber bisher noch keine irgendwie geartete Andeutung seitens der türkischen Behörden, dass sie nicht mehr in dem Land erwünscht seien oder ähnliches. Das kommt ja durchaus vor bei Menschen, die Kritik äußern und die in ähnliche Situationen geraten. Genau, also bis jetzt habe ich keine Einreisesperre bekommen, ausgehend nicht bekommen und auch keine Ausreisesperre. Also das ist nicht der Fall, aber ich weiß nicht, unter welche Bedingungen dort welche Gespräche da geführt worden sind und ob das alles auch wirklich nur ein Irrtum war der Staatsanwaltschaft aus Kayseri oder ob das wirklich noch andere Hintergründe hat. Das versuchen wir noch in Erfahrung zu bringen. Das heißt, eine Entschuldigung gab es aber auch noch nicht. Nein. Auch nicht. Der Also es deutsche. war, ja, also ich bin dann von der Staatsanwaltschaft wieder zum Polizeirevier und habe dort dann nur nochmal unterzeichnen müssen, dass ich jetzt freigelassen werde und dass ich alle meine Sachen zurückbekommen habe und durfte dann mit der Anwältin nachts dann das Polizeirevier verlassen und habe dann auch keinen Anruf bekommen, oder auch keine Entschuldigung bis dato per Mail oder per Post. Der Deutsche Journalistenverband warnt und bezieht sich eben auch auf Ihren Fall, vor privaten und beruflichen Reisen in die Türkei, warnt alle Medienschaffenden, die jemals Kritik an der Regierung Erdogan geäußert haben. Was sagen Sie dazu? Dem kann ich leider nur zustimmen. Also ich habe auch selber im Rahmen meines Bundestagsmandates x Fälle auch betreut. Aber dass ich selber davon betroffen werde, hätte ich nie gedacht. Aber in dem Moment ist das wirklich einfach willkürhaft. Das ist alles willkürlich. Und da muss man entsprechend muss man wirklich auch vorsichtig sein bei den nächsten Reisen, wie man in das Land plant, weil man wirklich nicht weiß, was als nächstes gegen einen vorgeworfen wird.
Das heißt, sollten sich RegierungskritikerInnen jetzt von der Türkei fernhalten? Man sollte auf jeden Fall nicht ohne jegliche Vorbereitung in die Türkei einreisen. Das heißt, einen Anwalt organisieren, mögliche Beratung und Unterstützungsstrukturen aktivieren und dann in die Türkei einreisen. Ansonsten kann es wirklich sehr schnell sehr böse enden, wie in meinem Fall. Was heißt das für die Unterstützung der Regierungskritiker und Kritikerinnen, die im Land sind? Was können die PartnerInnen im Ausland tun? Wichtig ist, dass man solidarisch ist mit den oppositionellen Kräften, mit den Journalisten, mit den Akademikern, den Politikern, allen Inhaftierten. Also im Moment wurde mir auch berichtet, dass es aktuell auch eine Verhaftungswelle wieder stattfindet in der Türkei, dass sehr viele Kritiker und Oppositionelle festgenommen werden. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, uns dort mit diesen Oppositionellen zu solidarisieren und auch in Kontakt zu treten und Verbindungen aufzubauen. Was heißt das für den aktuellen Stand der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei für Sie? Die Rechtsstaatlichkeit ist in der Türkei seit Jahren nicht mehr gegeben. Auch die Gewaltenteilung funktioniert nicht so, wie sie eigentlich in einer progressiven oder in einer fortschrittlichen Demokratie funktionieren sollte. Und ich denke, es ist eine Willkürherrschaft inzwischen. Also es ist ein Unrechtsstaat, in dem quasi die Präsidialmacht immer weiter ausgebaut wird und per Dekrete und per Einzelentscheidung hier Maßnahmen getroffen werden. Und das ist auf jeden Fall alles unrechtmäßig. Das wird auch sehr viel auf Seiten des türkischen Juristenbundes auch kritisiert. Frau Akbulut, ich danke Ihnen sehr und wenn Sie neue Erkenntnisse haben, dann setzen wir unser Gespräch fort. Ja, vielen Dank auch für das Interesse.